Willkommen zurück zu Oddworld Apes Exodus! Ja, es tut mir leid, dass in den ersten 47 Minuten und 25 Sekunden die DX-Story-Zahl oder FPS-Zahl-Overlay zu sehen ist. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass der Emulator das halt mit aufnimmt, weil bei allen anderen Spielen kann ich es einblenden und es wird nicht mit aufgenommen. Egal, das Problem ist halt jetzt nur, ich bin mir nie hundertprozentig sicher, ob ich wirklich aufnehme, weil die Zahl halt von grün immer auf orange springt, wenn ich auf F9 drücke. Da ich aber jetzt gerade F9 gedrückt habe und hoffe, dass es jetzt auch aufnimmt und die Zahl halt ausgeblendet habe, werdet ihr die Zahlen nicht mehr haben und wir werden jetzt hier einfach ganz normal weiterspielen. Deswegen werde ich auch jetzt mir für dieses Let's Play mehrere Spielstände anlegen, um halt den jeweiligen Abschnitt halt immer... ja, neu zu spielen, falls der nicht aufgenommen wurde. Man weiß ja nie. So, wir stampfen erstmal rüber. Tada. Ja, also im letzten, oder in den letzten Folgen, in den letzten vier Parts, glaub, drei Parts dürften es sein. Ja, ist ja also einiges passiert. Wir haben die ersten, ich glaube, 30 Mudakens, nee, 25, die 5 am Ende haben wir ja noch nicht befreit. Genau, da oben steht es. 26, 12 im Stollen und 75 im Bergwerk. Opfer gleich 0 und wir rollen mal hier runter und stoße die Birne an. Bam. Wie gesagt, ich mache ja eine 100% Challenge und das nächste Secret hier. Wir sehen es, die grünen Flächen liegen da. Und hier werden wir jetzt das nächste Secret finden. Ja, das ist sehr versteckt. Also, ich kenne halt alle Secrets, nur weiß ich halt nicht, ob ich eins vergesse. Das ist immer die Frage. Ich darf... au. Ich darf keins vergessen, das ist halt die Sache. Zack! Es gibt auch manchmal Secrets in Secrets, also das gibt's auch. So, hier jetzt einfach mal 5 Mudakens geschenkt oder, 5 Mudakens geschenkt oder was hier, Tatsache. Laber kein Scheiß. Ja, also es gibt echt Secrets, da werden die uns geschenkt. Einfach so, wie gerade eben. Aber es gibt Secrets, die sind hardcore schwer. So. Dann auf zum Hauptweg oder weiter auf dem Hauptweg. Manchmal fällt er halt sofort gerade runter, aber manchmal fliegt er noch so ein Stück weiter nach rechts oder nach links, je nachdem. Ist mir aufgefallen, also ich bin so ein kleiner Stotter. Detail-Heini. Noch 7 im Stollen, das sind nicht viele. Ich weiß nicht, wo sie alle sind, glaube ich. Was? Fliegt der Sieg und bei dem heißt es Rennen. Lauf, Abe! Lauf, 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 spring! Ach, geschafft, Alter, beim ersten Versuch, ich glaub's nicht. Dünn, dünn, dünn. Leute, ich hab ihn schon abgehängt. Hehe. Kleiner Spasti und... adios, amigos! Hui! Hui! Das ist so gut. Flop! Okay, darüber kommen müsste doch theoretisch klappen, oder? Boah, sie ballern nicht, Alter. Geronimo, ich schaff's nicht. Doch, ich schaff's doch. Haha, bam. Tada, ja. Hier ist das nächste Secret. Ja, Secret über Secret. So, ich bin jetzt bei den Sleeks da hinten. Ihr seht's ja, ich muss jetzt nämlich einen hier rüber locken und dann, ne? Nein. Haha, ausgetrickst. Und du bist mein. Go, go. Ich werde dich übernehmen, deinen Körper kontrollieren und deine Kollegen erschießen. Pff, ignoriert er mich eiskalt. Da will ich ihn begrüßen so. So ein Arsch, ey. So was gibt's doch nicht hier. Begreife ich nicht sowas. Dann will ich mal nett sein, bevor ich sie erschieße. Dann ignorieren sie mich einfach. Das geht so nicht. Also für alle, es gibt halt auch so Hintergrundpassagen. Ich weiß, dass... also es gibt Leute, die verstehen das nicht sofort. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Slick. Hi. Und dort ist eine Mine. Aber um durch die Tür zu kommen, müssen wir genau dahin gehen, wo die Mine ist. Deswegen dürfen wir ihn auf keinen Fall so zerstören, sondern müssen mit dem Slick in die Mine. Bam. Da lacht er noch, ey. Ich finde noch diese Bildübergänge genial. Oh, ein Klappspaten hier oben und zwei unten. Folge mir! Juhu! Trottel, hallo. Danke.
Rennt, meine Freunde! So, einmal zurück. Und wo kommen wir raus? Hier kommen wir raus. Zack, zack, bam. Gut, Quick Save, man weiß ja nie. Und dann durch die nächste Tür. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe einfach, dass ich nichts vergesse. Also, ihr merkt ja schon wahrscheinlich selber. Oh, hallo, mein Kleiner. Wow, du bist mein. Also, wir können auch mit dem hier jetzt rumfliegen, Bomben schießen, bam. Ihn auch so zerstören und so weiter. Könnten jetzt hier halt rumflattern. Alles voll cool. Kann man unten rein? Geht das? Au, au, au. So, und zwar müssen wir mit dem jetzt ein paar Sleaks erledigen, um in ein späteres Secret reinzukommen. Hallo, meine Kleinen. Wie geht's euch denn? Du schläfst ja. Na dann. Hörst. Es gibt Sleaks, die wissen... Wenn ein Sleek, also wenn ich jetzt einen Sleek steuere und ich auf einen anderen Sleek treffe, dann wissen einige, dass das Ape ist, aber einige, also mit einigen kann ich mich aber auch ganz normal unterhalten. Tschüss. So, Bordzone, Quick Save, weil jetzt kommt eine schwierige Stelle. Hier müssen wir jetzt halt durchkommen. Wow. Wow, übertreib halt, Skill. Tschüss. So, dich brauchen wir nicht mehr, wa? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, na dann, weil da seht ihr die grünen Flaschen, da müssen wir nachher hin, deswegen musste der Sleek dort weg. Und tschüss! Bam! Ich finde diese Splatter-Effekte so gut, dass halt das halt so gegen den Bildschirm fliegt, so quasi. Das finde ich schon gut gemacht. Warum schleiche ich? Ich weiß nicht. So, noch vier Stück, ich weiß nicht, wo die vier sind. Und dann einmal hoch, bitte. Flop, flop, wuhu, yay! Sag, gibt es hier einen Bug? Funktioniert der hier auch? Es gibt einen Glitch auf der PC-Version. Aber der funktioniert hier tatsächlich nicht. Ne, geht nicht, okay. Ja, da kommen wir gleich kommen wir gleich zu. Ich will nur kurz die Spasten hier unten befreien. Stopp. Zack. Zack. Und dann... Einmal raus mit euch. So, das waren dann die letzten, genau. Dann einmal hoch. Zack. Zack, zack, zack. Und ja. Der Automat ist leer. Ich kann nicht mehr ran. Wir alle. Sie sind krank. Das sind jetzt die kranken Mudakens. Ich kann sie hauen. Die sind weder Depri noch. Also die sind weder traurig. Noch sauer. Noch auf Lachgas. Die sind einfach krank. Sie können nicht mehr. Die sitzen jetzt da und machen nichts mehr. Also die arbeiten auch nicht. Bisschen schrill, aber geht schon. Ich mach's, ich stell's ja nach, ich schneide es ja nachher eher alles leiser für euch. Also dass es stimmt. So, hier ist, kommen wir zum Feco-Depot. Das ist der Bahnhof. Ich weiß nicht, für die, die sich aus dem Intro an den Zug erinnern. Der Zug ist da ja in so ein Gebäude gefahren. Das ist der Feco-Depot. Aber zu dem kommen wir noch nicht. Weil wir erst diese Räder ja alle drehen müssen. Aber ich brauche halt da noch meine Leute für. Alleine wird nix. So, und da ist so eine Info. So. Deine Mudaken-Freunde sind an der Brühe erkrankt. Du musst die Aufgaben der Mudaken-Geister erfüllen, um sie zu heilen. Kehre hier zurück, nachdem du in den Grabstätten der Mudanshi und der Mudumo warst. Wie man Mudumo jetzt richtig schimpft, weiß ich nicht. Aber Mudanshi klingt ja logisch, aber... ja. Das Mudumo, ich raff's nicht. Wie man... Oder Mudamo, also wegen Mudaken, Mudamo oder Mudumo, ich weiß nicht. Ja, dann, ja, dann, Freunde, bis später. Ja, ja, also jetzt kommt ein schwieriger Abschnitt. Hier ist auch ganz gut, ist auch eine tolle Idee von hier könnten wir zurück zu Stollen 2, falls wir, wie wir da oben an der Tafel lesen können, falls wir was vergessen haben, wir haben aber nichts vergessen, 0 Opfer, entflohene 8, Arbeit am Stollen 0, dann geht's jetzt zum Gessel und es steht und überall, also bis halt, ich sag mal, ein ganz neuer Abschnitt kommt,
steht halt immer beim Brunnen oder bei einer Tür, bei einem Durchgang halt immer Ausgang und Rückkehr. Also wir kommen nicht mehr zurück, wenn wir da einmal durchgegangen sind. Deswegen hier einfach Quicksave, was nichts bringt, weil wenn wir sterben, fangen wir eh im nächsten Abschnitt an. Egal, wir springen durch und ne, go go. Ja, die guten Slogs. Ich weiß, dass es Slog geschrieben wird, also S-L-O-G, Slog, aber ich spreche die Slogs aus. Ja, die guten Slogs. Meine Freunde, ich liebe sie und das Schöne ist, das ist auch voll gut gemacht so. Also, es gibt auch schlafende Slogs, wobei, bei denen kann man schleichen, aber der weiß quasi noch gar nicht, dass ich da unten bin. Aber selbst wenn ich jetzt da wegschleiche, weiß er, dass ich da bin. Genau, und da geht's dann los, deswegen rennen wir los. Und also noch sind wir unten sicher, ne? Also noch passiert uns nichts, ne? So, da der Bellende den eh aufweckt, brauche ich nicht schleichen, bringt nichts. Das könnte Flocke sein. Flocke, ey, der Wahnsinn. Also Flocke zur Info, mein Hund, der hier neben mir liegt auf dem Bett. Ja, da, irgendwo. So. Es gibt auch Baby-Slokes, wie ihr gerade gesehen habt. Oh, die kleinen süßen Spastis. Sind sie nicht putzig, ey, der Wahnsinn. So, wir sind eingesperrt gleich. Jetzt. Alarm. So, ich muss dich irgendwie zusammenkriegen. Wartet mal. Ach so, gut, sobald die halt stillstehen, also nicht mehr panisch rennen. Also, dass sich die Musik verändert, finde ich super. Es ist so gut mit der Musik gemacht. Ich finde es genial. So, ich muss jetzt gleich losrennen. Also, die Großen, die schaffe ich nicht abzuschütteln. Es wird nichts. Die Großen abzuschütteln wird einfach nichts. Nein! Oh, Leute. Ich habe Quicksave vergessen, oder? Habe ich? Ich habe Quicksave vergessen. Ja, habe ich. Oh, da habe ich einen erwischt, ne? Da kommt der hintere nicht in die Blitze. Scheiße. Wir hätten sie halt dort brutzeln müssen. Habt ihr ja gesehen. Scheiße.